Über 100 Stundenkilometer fährt dieses Bobbycar. Das knallrote Rutschauto ist kein gewöhnliches, sondern ein getuntes. Richtig gehört. Das kultige Kinderfahrzeug ist sozusagen aufgemöbelt für spezielle Zwecke. Aber für Kinder ist dieses Plastikauto natürlich nicht gedacht. In den getunten Bobbycars, da ist es normalerweise so, dass die Piloten da ein richtiges Fahrgestell drunter bauen. Das ist bei mir nicht so. Ich habe am normalen Bobbycar die Sachen angeschraubt. Mein Name ist Raimund Oppel, genannt Ray, von Freunden und Insidern. Und ich fahre seit 2000 Profi-Bobbycar. Und mit den normalen Marginal-Bobbycars treibt es mich nur wieder auch mal so ein bisschen auf die Straße, wenn mal die Gelegenheit dazu besteht. Das hat Gewicht. Neben der Betonfüllung hat das kultige Gefährt zum Beispiel auch bessere Kugellager, Sitzhalterungen, ein Sitzpolster und ein höher gesetztes Lenkrad. Und dann hat man noch so ein paar geheime Tricks, wie zum Beispiel spezielles Kugellageröl. Der Reiz am Bobbycar-Fahren ist nicht nur das Fahren, sondern auch das Basteln und Schrauben, um das Fahrzeug einfach schneller zu machen und aerodynamischer und mit Material zu spielen und Gewichten und solche Dinge. Und natürlich auch das Fahren an sich ist interessant und schnell, weil man eben nur ein paar Zentimeter über dem Boden liegt. Also früher, als ich noch recht aktiv war, da habe ich pro Tag so meine 250 Sit-Ups gemacht, damit die Bauchmuskeln funktioniert haben, damit man möglichst flach die ganze Zeit liegen kann. Also das Ursprüngliche, wo wir hier aus Spaß mit den normalen Bobbycars rumgefahren sind, das war eigentlich nur so eine dumme Idee, die wir beim Weinfest irgendwie da geschlossen haben. Und dann sind wir einfach mal mit Flohmarkt-Bobbycars den Festeberg ins Veilchental runtergefahren. Für den gelernten Rechtspfleger ist das Bobbycar-Fahren mehr als nur ein Hobby. Es ist eine Leidenschaft. Viermal holt er nacheinander den Weltmeistertitel. 2004, 2005, 2006 und 2007. Es ist die höchste Leistung, die bis dahin ein Teilnehmer geschafft hat. Deshalb hört er mit der Teilnahme an Wettbewerben auf. Dann erst mal ein bisschen gelacht, als sie die gesehen haben, und haben gesagt, ich kann gleich wieder heimfahren. Und dann plötzlich, Ray möchte uns den Unterschied zwischen einem getunten Bobbycar und einem gewöhnlichen Rutschauto demonstrieren. Dazu müssen wir auf die Fahrzeuge steigen. Auf geht's zu einem kleinen Hügel. Und los! Okay, das ist deutlich. Rays Bobbycar flitzt mit Vorsprung davon. Übrigens, das kultige Plastikauto feiert heuer seinen 50. Geburtstag. Genauso alt ist auch Ray Oppel. Eigentlich hat er seine aktive Phase beendet. Aber vor kurzem hat einer den Weltrekord in der Top Speed überboten. Deutlich überboten. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich da in Zukunft vielleicht, wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich das auch schon nochmal probieren. Also ich hatte damals so 114, 115 geschafft. Die Polizei war sich da nicht so ganz schlüssig, als sie das geblitzt hat. Und der Kollege, der das jetzt gemacht hat, den habe ich da auch ein bisschen dabei unterstützt, der hat tatsächlich 130 geschafft. Wird der Coburger einen neuen Weltrekord aufstellen? Außerdem hat er noch ein paar andere Ideen. Schließlich lässt sich mit einem Bobbycar viel anstellen. Wir sind gespannt. Ja.